Willkommen in der Fighter Settle Lobby. Sie sind das Hauptmenü des Spiels und zentrale Anlaufstelle für alle Spieler. Und damit sage ich natürlich herzlich willkommen zum Let's Play von Dragon Ball Fighter Seed. Ja, nach diesem epischen Intro, wo man noch sagen muss, also die Charaktere, die ganze Animation sieht besser aus als jemals zuvor, wollen wir mal gucken, was denn so das Spiel jetzt mit der Vollversion so für uns alles bietet, wa? Natürlich nicht nur auf Fighten, sondern auch ein bisschen Story und so weiter, neue Charaktere haben wir jetzt im Intro gesehen, aber alles zu seiner Zeit. Du warst ein Lobby-Charakter. Du findest Lobby-Charakter in Z-Kapseln. Moment, läuft eine Sonderaktion, dann lassen wir dich mal 10 Z-Kapseln öffnen. Mal sehen, was du findest. Okay, dankeschön. Bin sehr gespannt. Hoffe, wir sind gut dabei. Lobby-Charakter Gotenks. Interessant. Objektliste. Z-Marke 19. Offenbar sehr selten. Kaufen noch mehr Kapseln. Doch gleich mal aus. Ja, ich will in ein Haus. Ach du Scheiße, ich muss sogar die Farben freischalten. Oder finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, Freunde. Gut, ich meine, kleiner Demo oder Open Beta, was natürlich ein bisschen anders ist, als, sagen wir mal, aus bestimmten Kreis von Charakteren kannst du halt alle Farben und so auswählen. Aber so, naja. Sagt, Wrestling willst. Sehen wir uns jetzt Quest-Tutorials an. In der Lobby gibt es eine Liste aller momentan verfügbaren Quests. Glaub eher weniger, weil ich spiele ja jetzt einen Tag vor offiziellen Release, damit da der erste Part am offiziellen Release-Tag rausgehen kann. Und dementsprechend kann ich noch gar nicht online zocken. Also natürlich, es gibt Offline-Quests bei Xenoverse und so. Bin ich mal sehr gespannt. Wissen möchtest. Es ist nichts, wenn du offline bist. Kann ja mal wahr sein, oder? Auf eine Quest gehen. Du willst an bestimmten Ort teleportieren. Glückwunsch! Du hast Willkommen zu Dragon Ball Fighter Set abgeschlossen. Wow. Dafür kriege ich 2000 Zeni. Krass. Doch Kämpfe und Quests. Dafür erhalten. Kannst du Zeni verdienen, um damit Lan Genshin zu kaufen? Ja, Zeni wie gewohnt halt die Währung hier im Dragon Ball Universum. Wir haben natürlich mit der Story vor allem anfangen. In den ersten Parts, aber andererseits erstmal gucken, was wir eigentlich noch so alles haben, war. Okay, das ist der Ladenempfang, sag jetzt mal. Z-Kapseln kaufen, da gibt's denn alles, wa? Mit Premium Z, aber natürlich noch keine, wa? Hä? Doch, 10 habe ich, wa? So wie das aussieht. Hä? Nee. Ja, wie verwirrt. Rechts oben steht natürlich jetzt offenbar unser aktuelles Guthaben. Und wenn ich jetzt hier auf 10 kaufen bin, dann habe ich ja unten auch noch einen Betrag von 1000. Das ist ein Vermögensbetrag. Kann sein, wa? Egal. 10 kaufen. Ich glaube, ich spare. Ja, komm, eine kann ich. Münzwurf! Titelbildschirm, finale Form. PTF. Okay. Ja, ich bin so cool. Quatsch mit Soße. Was? Nee. So lange kann ich nicht. Eigentlich wollte ich das nach den bearbeiteten Quests warpen. In der Übung Arcade, lokaler Kampf. Ja, wo ist denn eigentlich die Story, wenn man so fragen darf? Ja, Nase juckt. Das fängt schon mal gut an. Anpassen, ne? Lobby-Charakter festlegen. Ja, logischerweise noch hier, Alter, mit den ganzen Farben, ne? Dass er alles freikaufen muss. Okay, also. Ob das gut ankommt bei der Community im Allgemeinen? Finde ich zweifelhaft. Also da. Ich meine, ich erinnere mich da an Star Wars Battlefront 2. Da waren ja die meisten User
Eben die Community war halt auch am Anfang ein bisschen angepisst über die Änderungen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier noch etwas Ähnliches, so ein Shitstorm dadurch ausgelöst wird. Halt, wenn ein Lobbycharakter war und den ganzen Fahnen, die alle freischalten musst. Gegen Ingame-Kohle, aber egal. Arcade-Modus, Übungsmodus ausprobieren. Ein Gegner. Klingt natürlich interessant. Übung. Macht einen Meister. Einmal ganz kurz. Training beginnen, Kantorien. Ja, ich weiß natürlich, wir haben. Wir sind alle zurückgesetzt, wa? Ich bin Gegner mit Stil. Kontrolliere dein Key. Ja, wie gesagt, wir haben die Tutorials ja im Prinzip in der Open Beta bereits gemeistert. Also gemeistert, in Anführungszeichen. Deswegen werde ich das natürlich jetzt nicht auch noch machen, sondern die werde ich dann offscreen nochmal machen. Wieder ein bisschen drinnen und so. Mal gucken, was ich noch alles drauf habe, wa? Schau mal. So, Son Goku Super Saiyajin. Es fehlen noch zwei Charaktere, Freunde. Die werden dann bei Gelegenheit freischalten. Spieler sind so im Prinzip die Charaktere. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt Son Goku und Vegeta als Super Saiyan Blue. Aber die kann ich halt noch nicht heute freispielen. Das geht erst ab morgen. Und cool, wa? Die Farben switchen? Ja, können wir eigentlich durchaus machen. Machen wir die Farbe hier, wa? So, also eigentlich würde ich da gerne Wende machen. Goku Black ist auch dabei. Ja, man sieht ja da relativ gut, dass wir schon freigeschaltet sind. Eine müsste noch dazukommen. Ich glaube, die kann man erst in Story-Modus freispielen. Wir sehen, wenn es weit ist. So, Arenen. Kann man schon Weltturnier-Arena, wa? Ja, automatisch. Ach, stimmt, was noch gucken muss wegen der Sprache, wa? Ach, hat die Sprache alle Japanisch, kann das sein? Also, die Charaktere. Und es gibt nur Japanisch und Englisch. Goku Schwarz. Ja, man kann ja auch zu viel eindeutschen. Hm? Also, gewisse Dinge. So, muss man wieder ein bisschen testen, wie das mit der Steuerung war. Der NPC macht gar nichts, wa? Was zum? Und der gleiche Move! Ah, jetzt! Mein Gott, Freunde, es ist Super Saiyajin Ultimate Gohan! Akku Gika! Ja, geht soweit? Ah, kann großer und vor! Jo! Also, allseits beliebte Höhenspirale! Loggen geht natürlich gar nicht, weil sie ihn nicht, ja, weil nicht angreift. Was kann ich da sehen, wenn er schon dabei ist in Trainingsanstellungen? Natürlich kann das machen, wa? Ne, komm, lassen wir es mal. Das schon wieder mit. Das war eigentlich nur das. Goku rein switchen, ja, aber noch irgendwie so im Hinterkopf. Was zum? Die waren jetzt schon wieder. Der Drachensprint sein, wa? Das war der. Ich überleg gerade, wie war jetzt schon wieder. Fuck. Mir fehlt eigentlich nur ein Move gerade. Wo ist er?
Energieladung, L und Spezialangriff. Was? Nein! Hm. So wohl nicht, ey. Komm wieder zurück! Standard? Okay. L und. Hä? Aufzeichnen? Aktion gespeichert. Hä? Was ist ja los? Und dann die Key-Situation. Hä? Spinn ich jetzt? Mein Freund, geh gleich weiter. Reparation M und Sch. Ja, Sch müsste eigentlich schwer sein, oder? Schwerer Angriff hier. Eigentlich will man die beiden gerade. Teleportation plus Keyladung. Hä? Steht M vielleicht für mittlerer Angriff? Ah! War doch das da. Okay, da heißt leichter Angriff plus Spezialangriff, was das ein bisschen gestört hat. Erstmal von der Steuerung her. Nö, geht ja. Moment, ganz kurz. Dann nehme ich falsch. Jo, wird sicher interessant werden, aber okay, dann reißen wir mal fürs Training und ich würde sagen, wir. Nicht so. Tut es bitte. Und wir legen endlich mit dem Story-Modus los, wa? Ist auch schon genug Zeit vergangen. Wir sehen ja mal. Meine PS4 wieder. Du, 2010. Ja. Story-Modus ausprobieren. Das heißt eigentlich nur ausprobieren, wa? Mache ich echt erstmal alles, was hier so steht? Also sprich erstmal ausprobieren. Wäre eine Option. Da können wir ein bisschen Action haben. Story-Modus! What? Da zwei Kapsel ernst, damit wir verarschen. Interessante Übung ist hier drauf. Ah, Story ist hier oben, so. Dankeschön, jetzt habe ich's. Story! Ja, ich will die Story! Okay, dann los, Freunde! Willkommen im Story-Modus, erlebst du die Originalgeschichte von Dragon Ball FighterZ. Ja, wohlgemein nicht die Originalstory von Dragon Ball Z, sondern von Dragon Ball FighterZ. Denn, ja, wie bereits erwähnt, es gibt einen neuen Charakter, den es eigentlich noch nie zuvor im Dragon-Universum gab, der aber, soweit ich mich erinnere, von Akira Toriyama persönlich gezeichnet wurde. Und dementsprechend können wir natürlich schon mal darauf freuen. Dass hoffentlich auch ein epischer Charakter, eine epische Story dahinter steckt. Wir werden sehen. Los geht's. Superkrieger, was? Es gibt drei verschiedene Story-Abschnitte, ernsthaft? Story-Galerie, noch einmal durch, noch einmal durch, noch unbekannte Story, das veranstalten kannst. Ah, interessant. Gesamt, keine Spieler gefunden. Ja, okay, gibt durchaus Sinn, Charakter-Info. Ah, erstmal, okay. Also erstmal freispielen. Ja, Story-Abschluss 0%, logisch. Kannst nichts machen. Okay, legen wir los mit Superkrieger. Du hast irgendwie Son Gokus Körper übernommen, was für dich genauso verwirrend ist wie für Bulma. Leider bleibt keine Zeit für Nachforschungen. C60 ist aufgetaucht. Was? Dragon Ball Fighter Z. Superkrieger Story Kapitel 1. Moment mal, bist du stärker als ich? よかった。目が覚めたみたいね。急に目の前で倒れるんだもの。びっくりさせないでよね。Wo bin ich?
私の家の庭に決まってるじゃない。しっかりしてよね、まったく。って、嘘。もしかして、本当に分かってないの？ Interessant, dass Bulma die gleiche Frisur hat wie in Dragon Ball Super, wa? Son-kun, te ba, dou shichatta wake? Atama o utta no? Netsu wa nai? Jibun ga Son Goku da tte koto wa wakaru no yo ne? Mit wem redest du? Wer ist Son Goku? Natürlich wissen wir, wer Son Goku ist. Sorry, aber ich bin Michael. Anta ni kimatteru janai. Teyuka, nan nano yo sono henna kuchou wa? Das sind keine Spielchen. Alter, ich bin echt Son Goku. Wie krass ist das denn bitte? Nee, sorry. Demo, Mitame wa machigai naku Son-kun da shi. Moshikashite, Kiyoku Soshitsu? Ich glaube eigentlich nicht. Dou shitara ii no yo? Ima wa sore dokoro ja nai no ni. Warum denn das? Koko ni itoku. C16? Dare yo, kono taihen na toki ni. Anta wa masaka 16 go. 16 go nano? Ne, seru ni hakai sareta hazu na anta ga dou shite koko ni? Und vor allem, warum hat er wieder das Red Ribbon Logo drauf und nicht das von der Capsule Corporation? それは俺ではない。別の16号だ。おー、nö、Zeitreisen schon wieder。孫悟空にリンクしているものに、孫悟空の体ごと一緒に来てもらうぞ。spricht er gar mit mir? 抵抗するというなら、力ずくでも連れて行く。Seit wann hat ein Cyborg eine Aura? Wird schon schief gehen. その肉体は孫悟空のもの。強度もそのままのはずだ。よ、das dachte Ginyu damals auch。多少手荒な真似をするが、お前が死ぬことはない。安心しろ。ふん、viel Glück dabei。殺すわけにはいかないと。Überraschung. Nein, ganz sicher nicht.
Und die Frage bleibt, zu welcher Zeit findet das Ganze statt? Ist es echt während Dragon Ball Super? Also sprich, irgendwie da, keine Ahnung, vielleicht nach der Golden Freezer sagen oder so? Oder wann ist, keine Ahnung. Ich kann momentan echt nur raten. Also mein Gegner besiegen. Oh, das Training beginnt. Super. Hab doch einer gerade Training gemacht. Ja, super. Son Goku, aka Michael, Super Saiyajin gegen den CS18. Ich hab das Gefühl, es huckelt ein bisschen. Warum? Ich spiele auf der PS4. Warum ist die laut wie sonst was bei mir? Alter. Ich nehme das mal im Wii U damals. So, mein erster Kampf. Naja, theoretisch. Du stehst kurz am ersten Kampf. Aber bevor du loslegst, sondern verschiedene Symbole. Oh Gott. Mal ganz kurz. Es geht ja. Ja, das ist Gesundheit. Okay, das ist klar. Key-Anzeige ist mir auch klar. Wir haben eine Zeit. Mhm. Funken-Explosionssymbol. Und ein Kämpfer kurz verstärkt. Ja, gut. Das Hauptspiel. Genug geredet. Jetzt lassen wir die Fäuste sprechen. Ja, super. Mann, ich mach schon mal weiter. Weißt du, was ich auch kann, Kumpel? Kann ich nicht? Ich hab das im Free League auch nicht. Das ist ja doof. Da wird er zu wenig Key. Könnte auch sein. Egal, das war ein easy Sieg. K.O. Bonus. Ja, ich muss auch sagen, so Gokus Körper, der fühlt sich richtig gut an. So muss ein Kämpfer sein. Superkrieger aus Story Kapitel 2. Kopfkrieger, die Erde braucht euch. Was? Das war schon mit Kapitel 1? Wovon redest du überhaupt? Konnichiwa, Bulma-san. Gochisou itadakeru to kiite ukagatta no desu ga. Ja, es dürfte wohl kurz vor oder nach der Freezer-Sage sein, Typisch Pilz. Pilz, da steht echt Pilz. Warum steht da Pilz? Ja, ein Cyborg. Bedrohung erkannt. Das heißt für mich jetzt aber, dass er weiß, wer die beiden sind. Hä? Und warum spricht er uns immer noch als Son Goku an, obwohl er offenbar zu wissen scheint, was mit uns passiert ist? Son Goku の中にいるやつ、お前は誰だ？僕の目はごまかせないぞ。Ich bezweifle ein wenig, dass du drauf gekommen bist, Beerus, wird wohl ja wiss gewesen sein. Danke. Danke. Ja, schon, aber kein Grund mehr zu beleidigen, Mensch. Und wie? Ja, verstehe ich, aber ich weiß nicht wie. そんなに困らせるものではありませんよ。この方も
意図せず悟空さんの体に入ってしまったようですし。Ah, Gott sei Dank, zumindest einer der... Warte mal, du weißt also, was hier abgeht? Alter, du kannst ganz normal sprechen, ja? Wenn du mir sagst, wie... 同じ体の中に眠る悟空さんと話すことができるはずです。Ah, das heißt, muss ich schlafen gehen oder wie? Gute Nacht. Ich bin Michael. Servus. Ja, das ist ein bisschen schwer zu erklären. Ich check's auch nicht so ganz, aber offenbar teilen wir uns momentan deinen Körper. Klingt crazy, ist aber so. Ja, Nee, nee, kontrollieren nicht. Das ist eher so. Es war. Keine Ahnung, unglücklich. Ich bin doch unschuldig.